Einen wunderschönen guten Tag, liebe Nostera Forts Community. Ich habe hier ein ganz tolles neues Format. Ich habe hier das Künstlerkollektiv Gestört, aber geil vorliegen, Spike und Nico. Die machen mal so Guckvideos, vielleicht auch andersrum, ich weiß es gerade nicht. Seit Jahr und Tag feiert Herodes die. Ich persönlich bin ja eher so Fan von Kevin Banksy, aka DJ Mo, vom Künstlerkollektiv gebildet, aber sexy, aber egal. Wir haben jetzt das hier vorliegen und der Herodes, er versteht nicht so ganz, dass es ganz großer Schwachsinn ist. Und deswegen werde ich ihm das hier mal vor Augen führen. Exemplarisch. Ich habe hier den Text vorliegen. Vorliegen. Von Wohin willst du? Es fängt an. Kannst du mich flüstern hören? Was ist denn das für eine verkackte, dumme Frage? Also entweder sprichst du laut genug, dass ich es verstehe, was du mir erzählst, oder du flüsterst halt, aber dann flüstert man eher ins Ohr, wenn du so dumm bist und irgendwie quer durch den Raum irgendwo anders stehst und mir irgendwas entgegenflüsterst, dann ist das dämlich. Und wenn du dann noch den Satz anfängst mit, kannst du mich flüstern, und dann ist das noch viel bescheuerter. Sprich doch einfach normal. Hörst du mich, fragt sie weiterhin noch. Alles geklärt so. Spürst du den Tau auf meiner Haut? Also entweder liegt die Alte jetzt irgendwo auf einer Wiese am frühen Morgen im Winter und friert sich den Arsch ab, dann will ich den Tau auf ihrer Haut garantiert nicht spüren. Oder es hat gerade richtig Rambazamba in der Koje gegeben, dann spüre ich natürlich den... Was ist das für ein Bullshit so? Okay, abgehakt. Heißes Eisen hier, okay, liegt neben mir. In diesem Moment fühle ich mich frei. Es ist auch das erste Mal, dass hier so ein bisschen paradox wird. Sie irgendwie ist sie da in einer Beziehung oder auch nicht, keine Ahnung, aber sie fühlt sich frei. Frei ist ein ganz großes Wort für sie. So frei wie nie zuvor. Ich werde nie wieder so frei sein. Das weiß sie jetzt schon. Das ist auch grundsätzlich schon richtig dumme Menschen, die irgendwie sagen, okay, es ist gerade ein folgender Ist-Zustand. Ich werde darauf jetzt schließen, wie die Zukunft für mich aussieht. So grundsätzlich dieses niemals nie. Das ist einfach dumm. Du wirst nie wieder so frei sein. Das kannst du überhaupt nicht wissen. Woher soll die Schlampe denn wissen, was in 40 Jahren... Jetzt habe ich wieder Schlampe gesagt. Jetzt bin ich wieder gleich unten durch. Ich sage auch schlamperig. Das ist völlig, völlig vom Geschlecht befreit. So. Also. Ich schaue dich einfach an. Das ist der Pri-Refrain. Ich schaue dich einfach an. Das könnte ich stundenlang. Da kommt es mir auch direkt hoch. Wer mag das denn nicht? Weißt du, man chillt irgendwo rum, chillt seine Base und da hat mal einen, der eng stundenlang anklotzt. Was ist denn das für eine dumme Scheiße? Und dabei frage ich, also sie fragt sich dabei, ich schau dich einfach an, das könnte ich stundenlang. Was fragt sie sich denn jetzt? Sie macht's spannend, das ist was ganz Besonderes, was sie sich da fragt. Sie sitzt dir gegenüber und guckt dich stundenlang an. Sagt nichts und flüstert nur dämlich. Was ist das für eine Scheiße? Jetzt kommt der Refrain. Wohin willst du, wenn du nicht mehr bei mir sein kannst? Und das ist jetzt auch richtig schön von oben herab. Oh, na, wohin willst du gehen, hä? Wenn du mich nicht mehr hättest, wärst doch gar nichts. Hä? Oh, da könnte ich schon wieder kotzen, ey. Wohin willst du, wird gleich wiederholt, weil es ist so aussichtslos. Wenn er sie nicht hätte, ne? er wäre gar nichts. Wie weit gehst du? 7 Tage, 7 Nächte lang zu sie. Ich will mit, verstehst du das? Ja, ist schön, wenn du mit willst, aber wenn ich da vielleicht keinen Bock drauf habe, dass du mitgehst, dann kommst du halt einfach nicht mit. Das ist mir scheißegal, ob ich das verstehe oder nicht. Wenn ich nicht will, dass du mitkommst, dann kommst du nicht mit. So, Strophe 2. Ich spüre die Zeit in meiner Hand, die niemals stillsteht, wie sie leise durch die Finger rinnt. Oh ja, unsere Zeit ist so kostbar und ich bin auch so wertvoll. Komm, lass uns doch die Zeit nutzen. Ich bin doch was ganz Besonderes. Ekelhaft. Doch das macht mir heute keine Angst. Oh, ich bin so krass, das macht mir keine Angst. Denn ich weiß, du bist da und nimmst mir meine Sorgen ab. Nee, einfach nein. Weißt du, du dummes Stück, ich bin nicht dafür da, um dir deine Sorgen abzunehmen. Du kommst gefälligst mal selber auf deine Sorgen klar. Komm mal auf dein Leben klar. Ich bin nicht dafür da, hier irgendwie einen Sam für dich zu machen. Was ist denn das für eine Scheiße? So, ich schau dich einfach an, das könnte ich stundenlang, aber... Oh ja, du nimmst mir meine Sorgen ab. Nimm mir mal meine Sorgen ab. Ich sitze hier ein bisschen, guck dir ein paar Stunden lang zu. Ich guck dich einfach so ein bisschen an, wie du mir meine Sorgen abnimmst. Das hättest du gerne. So ein Bullshit, Alter. Oh, ich würde echt gerne mal wissen, wer diesen Text geschrieben hat. So, jeder weiß, ich bin hier, ja, was Lyrik angeht, bin ich wirklich die Speerspitze Deutschlands. Und das hier ist also, das ist der Bodensatz der Gesellschaft. So, jetzt kommt noch eine Bridge.
kommt der Refrain nochmal, haben wir ja schon durch. Wohin willst du, wenn du nicht mehr bei mir sein kannst? Sie wiederholt es, das ist das Wichtigste für sie im ganzen Lied, dass sie das dreimal wiederholen muss. Immer wieder im Refrain, wo willst du hingehen, wenn ich nicht mehr bei dir sein kann? Ne? Wenn du nicht mehr bei mir sein kannst. Wenn ich dir das nicht mehr erlaube, wenn ich dir nicht mehr erlaube, meine Sorgen abzunehmen. Hör, wo willst du dann hin? Du bist doch dann nichts. Komm, wir fliegen heute Nacht bis ans Ende dieser Welt. Nein, dann mach mal nicht, Alter. Wir machen heute Nacht mal, worauf ich Bock habe. Und wenn ich gerade nicht bis ans Ende dieser Welt fliegen will, dann machen wir das einfach nicht. Und jetzt wird's richtig gut. 3 Millionen Mal nachgedacht, den Entschluss schon längst gefasst. Mal davon abgesehen, dass das auch wieder ein richtig beschissener Reim ist. Also wie degeneriert ist die denn? Wenn die schon 3 Millionen Mal nachgedacht hat und trotzdem, ja, immer noch nicht irgendwie, also ihr Entschluss ist gefasst, aber sie denkt nochmal so ein bisschen nach, wie... Also wirklich, wie degeneriert ist das denn? Wir müssen hier weg, wir müssen gar nichts. Lass erst mal gucken, was ich dazu sage. Du hast nicht zu entscheiden, ob wir hier weg müssen. Vielleicht gefällt es mir hier ganz gut. So, willst du, wohin willst du, bla bla bla, 7 Tage, 7 Nächte lang. Völlig degenerierter Text. Also, Herodes, ich hoffe, du hast jetzt endlich verstanden, dass das hier ganz, ganz großer Quatsch ist. Und ich weiß nicht... Wer das unterstützt, der ist einfach für mich einfach gestorben. Also vielleicht musst du dann vielleicht den Kanal jetzt verlassen. Ekelhaft. Ganz, ganz unterste Schublade.